Boah, ey. Rotfedern Trophies. Nicht nur eine, nee, direkt zwei. Die Sarah rasiert hier heute übelst mit den Rotfedern. Und die Rotfeder fehlt mir noch. Und ich glaube, ich bin schon fast an dem Spot. Los geht's. Also, hier sind wir und hier soll sie reingehen. Ich bin super gespannt. 5,4 Kilo Schnur, relativ fein und leicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit hat sie ungefähr ausgeworfen? Da sie mit der Stippe unterwegs war, wahrscheinlich nicht ganz so sehr weit. Gucken wir mal, was hier reingeht. Auf Borke und auf Fliege. Eintagsfliege. Also, ich bin super gespannt. Zwei schöne Rotfeder-Trophies. 1,5, 1,6 Kilo. Richtig, richtig nice. Und ansonsten auch eben jede Menge Rotfedern hier an dem Spot. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Und da mir der Fisch ja noch fehlt, muss ich das einfach direkt testen. Direkt ausprobieren hier, sofort hier hin. Und alles nachgebaut. 80 cm Tiefe. Und dann gib ihm auf 100, 130. Und ich vermute, wie gesagt, uppala, nicht, nee, interner Fehler. Ach, ich krieg doch Plack. Habt ihr das auch zurzeit? Interner Fehler. Ah, noch gekriegt. Ah, mehrfach gerade. Irgendwas ist gerade übelst verbuggt. Man sieht es, glaube ich, auch an den Rutenhaltern. Es kursieren schon übelst die Bilder, wie viel Rutenhalter man wohl an so einem Spot platzieren kann. Also es wird gerade richtig, richtig wild mit den Rutenhaltern und dem Posenangeln. Aber nichtsdestotrotz probieren wir das Ganze hier aus. Ich probiere es erstmal nur hier mit zwei Ruten, damit das nicht ganz so stressig wird. Und ich hoffe einfach mal hier auf, zack, die ersten, nicht gehakt, auf die ersten Rotfedern. Das wäre halt richtig nice. Ein bisschen weiter links mal hochwerfen. So. Und dann nochmal gucken, ob das hier so langsam mal löbt. Und wie weit, das ist halt jetzt die große Frage, wie weit auswerfen, dass es läuft. Vom Bild her, von der Position her, hat sie quasi in die Richtung so geworfen. Wie gesagt, das Ganze mit einer Stippe, relativ leichtes Setup. Wir gucken auch mal eben kurz rein. So sieht das Setup hier bei mir gerade aus. 5,5 Kilo Fluorocarbon komplett, 15er Haken mit Borkenkäferlarve und mit... Hoppala, Eintagsfliege, das eben in Kombination. Ich bin gespannt, ob das ganz gut läuft hier oder ja, ob das bei mir auch gut läuft. Zwei Trophies an einer Stelle plus jede Menge weitere Rotfedern ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Uhrzeit, wann laufen sie am besten, eher in den Morgenstunden, in den Abendstunden. Oder läuft das den ganzen Tag über? Also das gehört natürlich alles noch getestet. Da braucht man natürlich wieder ein bisschen Sitzfleisch und Ausdauer. Und natürlich die Frage, was gibt es noch alles als Beifang? Also da, hoppala, zwei gleichzeitig. Den haben wir dran, den glaube ich nicht mehr, oder? Ne, den nicht mehr. Dann nehmen wir den noch hier. Also ich sehe, sie hat da einiges auch mit dabei gefangen. Donauhering, Döbel, Aaland. Flussbarsch, Kürbiskernbarsch, Nase, Seelaube, Plötze, Sichling, also alles, was es hier eigentlich so gibt im Donetz, geht eben auch hier mit rein. Unter anderem aber dann eben auch die ganzen Rotfedern. Und wenn ich mir das so anschaue, von der gesamten Spielzeit ungefähr eine Stunde da gewesen, also für eine Stunde ist das doch ein wirklich gutes Ergebnis. Ja, und ich ziehe jetzt hier erstmal ein bisschen durch und teste mal ein bisschen und gucke, was denn hier so geht bei mir. Oh, haua, haua, ha. Da gehen die ersten Brocken rein hier. Der große Aaland. Ja, es gibt immer wieder diese Fehlermeldung. Das ist natürlich tricky. Das macht das Ganze auch ein bisschen schwierig hier gerade. Also beim Auswerfen kommt dann die rote Fehlermeldung, interner Fehler oder. Also irgendwie so richtig rund läuft es gerade noch nicht. Wenn das passiert, wenn man die Rute quasi nicht abstellen kann oder eben auf die andere dann wechseln kann, dann
ja, einholen das Ganze und komplett nochmal einpacken, wieder auspacken und dann geht's danach eigentlich wieder. Also man muss da nicht einen Relog machen oder sowas, sondern eben, wie gesagt, einmal die Route einpacken, wieder auspacken und danach geht's dann wieder. Ja, 15 Minuten sind um und es geht so langsam in Richtung der Abendstunden. Also ich hoffe jetzt, dass so langsam noch ein bisschen mehr reingeht. Was ich aber jetzt schon sagen kann, nach 15 Minuten Testen von Vormittag, ich sag mal so ungefähr 10 Uhr war es ja ungefähr, bis jetzt sehr, sehr, sehr viele Kürbiskernbarsche bei mir. Also bei mir gerade Schwerpunkt Kürbiskernbarsche, natürlich jetzt hier mit dem kleinen Haken, mit dem nur 15er, relativ kleine Kürbiskerne. Hoppala, jetzt habe ich gerade... kriegen wir den noch? Ne. Sehr kleine Kürbiskernbarsche oder recht kleine Kürbiskernbarsche, auch einige maßige dabei. Aber wie gesagt, primär Kürbiskernbarsche. Und zack, da geht der nächste. Ach, come on, Alter, in dem Moment immer. So, beruhigen, weitermachen. Irgendwann wird der Fehler behoben. Kleine Kürbiskernbarsche, aber ja, viele Kürbiskernbarsche. Also wirklich, wenn man das jetzt irgendwie sortiert nach Arten, also richtig viele Kürbiskernbarsche, eine Handvoll Rotfedern bisher, leider erst. Und weil hier eben so viele Kürbiskernbarsche sind, habe ich jetzt gerade ein Setup mal ein bisschen größer gemacht mit einem 10er-Haken und mit der gleichen Köderkombi, denn das scheint ja zu funktionieren. Zack, da ist der nächste. Also die Kürbiskernbarsche ballern bei mir hier gerade sehr gut rein. Einfach auch möglich, dass es jetzt aufgrund des Wetters sich natürlich ein bisschen anders darstellt hier. Oder dass ich einfach die Entfernung noch nicht genau raus habe. Ich habe einiges probiert, relativ nah hier vorne, weil ja mit der Stippe geangelt wurde, aber auch ein bisschen weiter hinten. Und bisher leider noch nicht so richtig den ultimativ guten Effekt gehabt, dass ich hier viele Rotfedern dabei hatte. Leider noch nicht. Ja, wie schon wieder der Fehler, Alter. Ich kriege echt Plack dabei, ne? Also das ist gerade echt nicht so easy. Vielleicht auch einfach nur mit einer Stippe hier angeln, dann hat man das nicht. Oder dann muss man ja nicht tauschen hier die ganze Zeit zwischen der Route 1 und Route 2. Und dann verpasst man natürlich auch keinen Anschlag. Würde das Ganze natürlich ein bisschen entspannter machen. So, einfach wieder raus damit, einfach weitermachen und ich teste. Ich habe gerade den Eindruck, dass es genau dann passiert, wenn ein Biss passiert. In dem Moment, wo der Biss kommt, na, jetzt doch hier auf dem 10er Haken mal was Größeres. Nochmal ein A-Land, ja, nochmal ein A-Land auf dem 10er Haken. Genau, das ist in dem Moment, wo der Biss kommt und man dann gerade abstellen will, dass dann irgendwie diese Fehlermeldung kommt. Warte ich jetzt schon zweimal gerade. Zack, nächster. Nicht mehr gehakt. Das ganz schnelle Anbeißen, das sind die Kürbiskernbarsche. Also wenn es zack runter geht, Kürbiskernbarsch. In den meisten Fällen. Die ballern halt richtig gut rein. Aber im Großen und Ganzen bisher ist es gut. Frequenz ist ja der Hammer jetzt hier. 20 Minuten, 34 Fischis. Aber eben auch viele Unmaßige dabei, weil ja auch mit relativ feinem kleinen Setup. Aber trotz allem ist das ja auch the way to go. Man sagt ja auch immer wieder, mit der Rotfeder doch eher kleiner reingehen. Nicht ganz zu vergleichen oder nicht zu vergleichen mit dem Rotauge, was ja komplett steil geht, selbst auf einen Einserhaken überhaupt gar kein Problem damit hat. Also da ist das doch mit der Rotfeder ein ganz anderes Dingen. So, ich werfe einfach mal locker wieder aus. Und auch den hier wieder. Zack. So, in die Richtung. Und jetzt weiter probieren und weiter testen. Ich nutze das jetzt einfach natürlich noch aus, bis hin zu... Ja, bis es dunkel wird sozusagen. Ne? Und wenn es dann dunkel ist, gucke ich gleich nochmal kurz in den Kescher rein, wie das Ganze denn so ist und was das Ganze denn hier jetzt so gebracht hat. Ja, es ist 21.30 Uhr ungefähr und es hört auf mit den Fischen. Also sobald es dunkel wird, drastischer Abbruch, kaum noch was, was dann da reingeht. 22 Uhr haben wir jetzt und jetzt ist ja gänzlich vorbei. Ich gucke noch mal kurz ins Café rein,
Da ist keine Trophy und die Großen waren auch nicht dabei bisher. Also das leider nicht. Und in Gänze sind es jetzt 42 Fische für, ja, nicht mal ganz 30 Minuten, also 25 Minuten. Und das ist eine gute Frequenz. Allerdings muss man auch sagen, nicht so viele maßige. Also ich würde sagen, über 50% unmaßig, ganz, ganz, ganz viele Kürbisse dabei. Ich sehe es jetzt bei der Sarah im Beitrag nicht, wie viele Kürbisse sie dabei hatte, ob das bei ihr ähnlich war. Sie hatte letzten Endes, man sieht den Beitrag ja auch im Discord, Link zum Discord unterm Video, da hatte sie in anderthalb Stunden, wie gesagt, die 2 Trophies und insgesamt 12 große oder sagen wir mal 10, 9 große Rotfedern dabei, vernünftige. Also durchaus möglich, dass die Rotfeder an dem Spot gar nicht so mega präsent ist. Heißt aber auch nicht, dass dann eben, ja, wie gesagt, da nicht die Trophies gehen. Denn Trophies gehen auch gerne mal da rein, wo nicht unbedingt so ein Hotspot ist, sondern vielleicht so ein bisschen daneben. Und wo es halt vielleicht mal so ein bisschen besonders sein muss, einfach von den Wetterbedingungen. Und dann halten sich da vielleicht eher noch die Trophies auf. Also durchaus möglich, dass es eine Trophy-Stelle ist. Vielleicht in den Morgenstunden deutlich effektiver. Für mich jetzt gerade ab 10 Uhr bis jetzt gerade ja, ungefähr 10 Uhr abends, also in der halben Stunde. Das war nicht so effektiv. Kohlemäßig 70 Tacken. Ja, ist okay. Ist aber wie gesagt auch dem geschuldet, dass man eben hier für den Kürbiskernbarsch natürlich jetzt ein relativ kleines Setup hat. Da könnte man deutlich größer reingehen. Auch bis hin zu einem 6er Haken klappt ja auch immer wieder ganz gut. 10er bis 6er Haken für den Kürbiskernbarsch, auch da einfach mal testen. Oder einfach hier an der Stelle mal testen auf Wacky-Rig oder mit Wacky-Rig gezielt auf einen Kürbiskernbarsch. Also, so viel dazu. Ich werde das die Tage auf jeden Fall nochmal testen, denn ich suche immer noch die Rotfeder. Wenn du einen Spot hast, auch gerne teilen im Discord oder unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, im nächsten Video oder im Livestream. Live auf YouTube und auf Twitch immer ab 19 Uhr täglich. Und ansonsten montags, mittwochs und freitags komplett durchgezogen mit Russian Fishing 4 den ganzen Stream über. Bis dahin, Petri. We'll be right back.